Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück beim Zockwoch. Wir sind in der Rückrunde. Es geht mal wieder gegen Armin und ich hoffe, es tut mir leid, ich muss es aber jetzt so eiskalt sagen, ich hoffe gegen Armin richtig viele Tore holen zu können, denn unser Spitzenreiter Tosco, der muss vom Thron gestürzt werden, der spielt gerade gegen Mike und wir müssen uns jetzt hier gegen Armin ordentlich Punkte durch Tore holen und ich hoffe, wir kriegen richtig, richtig viel umgesetzt. Also, Armin wartet schon, wir gehen rüber und dann mal schauen, wie viel, es muss mindestens zweistellig werden. So, Armin, ich bin bereit, du bist ja auch schon bereit. Ich habe das Gefühl, zwischen den Zockwurfs vergesse ich immer, wie man FIFA spielt. Boah, habe ich den reingezimmert in die Ecke oben links. Letzte Woche gegen Flo war so angespannt. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann begleiten Sie durch dieses Spiel. Und ich bin sicher... jetzt hab ich aus Versehen auf den Bums gedrückt. Erste Halbzeit um. Ja, das ging flott. Ja, fortsetzen, oder? Ja, ich bin aus Versehen ins Menü gegangen. Das wird heute eine richtig interessante Partie. So, und ich glaube, das Anstoß. Let's go. Wissen, hier ist eine Menge drin in dieser Partie. Spannendes Spiel heute, denn zuletzt haben wir einen deutlichen Sieg gesehen. Und an diese Leistung wollen Sie natürlich anknüpfen. Das war überragend. Da waren Sie immer wieder schneller, vor allem auch gedankenschneller als der Gegner. Sollte das heute wieder so gelingen, ist die Sache schnell entschieden. Sie spielen den Ball steil, guter Heber. Ja, das war abseits. Szene, schön. Schade, Schokolade. Strategie aussieht, schnelle Pässe, viel Tempo, überraschende Vorstöße. Ja, aber der Vorstoß war auch für den Rest der Mannschaft so überraschend. Es war einfach ein wenig zu früh. Ja, was und die Folge denn? Ist... Krass, abseits. Aber wie kannst du denn so einen Einwurf gar nicht Einwurf auf den Spieler, sondern... Keine Ahnung. Ich drücke einfach Tasten, das ist wie Beat'em Up hier. Ja. Nein! Oh. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Upsa. Klasse Aktion da! Nein, hol ihn dir! Oh. Schwache Aktion, hier für einen Ballverlust. Wird's jetzt gefährlich? Ach. Herrje! Opa! Huch! Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Was? Was macht er draus? Gut, nein! Den Ball abblockt. Mano! Komm ich nicht zum Abschluss. Da konnten sie nichts draus machen. Und direkt ist nicht die nächste gut. Ecke. Also das mit den Ecken ist echt eine weiter ziemlich willkürliche Sache. Und die Balleroberung, wichtig. Alle rennen, ey. Kann doch nicht wahr sein! Oh, fast. Mann, ich brauche jetzt Tore. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Und dann ist die Defensive doch noch da. Weg ist der Ball. Das kann doch nicht wahr sein. Steilpass. Mann! Wie kommt denn da nichts rum? Gefährlich, der Steilpass. Ja, er hat den Ball. Im eigenen 16er. Was soll denn das? Steilpass da rum? Alter! Junge! Was ist denn da los? Das habe ich ganz anders gesehen. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Ich der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass ja, er aufpassen muss. Ganz bestimmt. So, bringt er den Freistoß direkt? Das ist eine erhebliche Distanz. Jetzt ist es gefährlich. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem Hammer. Das war ja ein ziemlich trauriger Schluck. Von einem Schuss.
Philipp. Aber was ist denn? Warum gehen wir nicht zwischen? Wird das jetzt gefährlich? Nee, das wird überhaupt nicht gefährlich. Sie holen sich hier den Ball. Ups. So. Nein! Gut geklärt, das war wichtig. Hallo? Moin. Geil am Stream. Nee, haben wir vergessen. Das gibt Eckball. Okay, wie steht's hier? Ist noch kein Tor gefallen tatsächlich. Oh, Ecke kommt rein. Cool. Da kann er jetzt ist überhaupt nicht cool. Ich brauch die Tore. Ich muss Toske vom Thron. Ich drück dir den Daumen. Nein. Gute Balleroberung. Oh. Was machen Sie draus? Tosko liegt gerade zwei Tore in den passieren müssen. Das gefällt mir. Warum wirft er den denn da? Was war das? Da passt der Gegner auf, aber der Einwurf muss auch anders kommen. Das macht er ganz energisch. Sie können über außen kommen. Sie lassen den Platz für die Flanke. Er zieht ab. Mann! Ball wird hier erstmal geblockt. Renn doch hin. Und abgepackt. Hey, das war ich. Aha, das war hä, abseits? Was? Wo war denn da abseits? Ich bitte dich. Der Pass kommt nicht an. Kann doch nicht wahr sein. Einwurf geben. Gute Balleroberung hier. Oh. Ach. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Klasse Pass. Marcel Risse. Sie ja, endlich. In der Anfangsphase fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Meine Güte, das hat sich jetzt aber in die Torwart-Ecke. Wir sehen es hier Zeit und da werden sich viele fragen, lässt sich dieses Tor nicht verhindern, aber der Ball ist natürlich auch sehr präzise. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Leck! Ja, genau. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Er geht schön dazwischen. Nein! Oh! Was, warum denn? Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt, das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Nein! Ja, keine gute Aktion. Was? Junge, warum nimmt er den denn nicht an? Gut aufgepasst vom Verteidiger. Gute Aktion. Da ist die Chance. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Er geht in den Strafraum. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Boah, ist der weit. Jetzt ist die Kugel weg. Jetzt wäre der Platz auf außen da. Ball wird abgeschirmt. Gute Chance für eine Flanke. Da können Sie den Ball erstmal rausbringen. Das mit den Flanken, das muss ich sein lassen. Mit viel Auge. War noch nie erfolgreich. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Und jetzt die Chance. Was? Und ich glaube, damit ist die Gefahr. Da ist der Ball schon vom Fuß. Nein. Aber wenn ich mir anschaue, wie die Fans mitgehen, dann bin ich auch heute nach all den Jahren immer noch begeistert. So ist der Fußball. Wenn er dich einmal packt, dann lässt er dich nicht mehr los. Das gilt für die Spieler, das gilt für die Fans und auch für uns Kommentatoren. Machen Sie jetzt gut. Wohin, nee, Junge? Was war denn das für ein trauriger Schuss? Ich glaube, er hat mich reingetreten oder so. Schön hinten in die Hacke. Einfach in den Schuss reintreten.
das? Oh my boy! Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Kampf jetzt um den Ballbesitz. Alter, was war das für ein Trick? Sie verlieren den Ball. Platz auf außen. Nein. Jetzt ist der Ball dort auf. Oh Mann. Oh fuck. Oh Gott. Geht direkt weiter hier. Philipp. Ball wird abgefangen. Also da bekleckere ich mich gerade nicht mit Ruhm. Christoph Menz. Sie verlieren hier den Ball. Nein, doch nicht schießen. Nein, doch nicht schießen, Junge. Also sollst doch nicht schießen. Macht er gut. Was macht er draus? Das Tor erstmal für klare Verhältnisse. Oh mein Gott, ey, zum Glück. Ich hab den, also, weiß ich nicht. Ich bin gleichermaßen erfreut wie überrascht. Der Keeper hat ihn fast, aber ja, eben nur fast. Und er ärgert sich. Um ein Haar hätte er den gehalten. Hektischer Schuss. Ok, ok. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Er nimmt ihm den Ball ab. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Den spielt er in den Lauf. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ach, das war so schön gespielt. Ecke kommt in die Mitte. Jetzt können sie vielleicht kontern. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt schießt er. Nee. Ball wird hier erstmal geblockt. Mensch, das Kinder. Was? Der Ball ist über der Linie. Ah, okay. Einwurf. Ich dachte schon gerade, weil der den angenommen hat. Jetzt könnte er flanken. Er zieht ab. Den Ball. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, direkt die nächste Ecke. Ecke in den Strafraum. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ach komm. Rümpelt er sich da rein. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig, die Führung im Moment verdient. Ah, guter Steilpass hier. Schön gehalten, aber Ball. Nein! Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Nein, wieso hat er den denn nicht mal verflucht? Einfach nur maximal weit wegspielen. Genau. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Den hat er wohl nicht richtig gebrochen. Wenn er reingegangen wäre, dann hätte ich aber gekotzt. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Kann er was draus machen? Die Chance jetzt. Ja, der muss sitzen, meine Güte. Unten im Eck schlägt sein. Gott, der arme Torwart, der bricht da zusammen. Der Spieler weiß nicht, wohin mit seiner Freude. Wir blicken nochmal auf die Entstehung des Tors.
Der Hong. Der Doppelpass. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Er spielt steil. Er spielt den Steilpass. Super gemacht. Wenn du da mit dem anderen Spieler angegrätscht hast. Er ist zur Stelle ein Klasse. Ja, was soll ich machen? Armin spielt auf da Blut. Da kommt die Ecke. Na klar. Er spielt den Ball raus. Boah. Jetzt haben sie den Ball wieder. Marcel Risse. Sie können es machen. Ist das? Nein, war das knapp. Aber Ball geht neben das Tor. Um Himmels Willen. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Gute Aktion. Nein. Ich wusste. Schönes Zuspiel. Nein. Oh mein Gott. Ey, das kann ja nicht wahr sein. Ecke kommt in die Mitte. Und sie können klären. Oh, was war denn das? Risse. Da geht der wo ist der Ball? Ich verliere den Überblick. Philipp. Marcel Risse. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Weiter gefährlich das nach dieser Parade. Das kann wahr sein. Jetzt können sie klären, nicht reinkriegen. Sonst gefährlich werden können. Nicht rüber. Sie haben den Ball. Wohin will er denn damit? Ja, das könnte was werden jetzt. Oh, mein Gott, hätte aber zu, wenn er zu dem anderen Typen gepasst hätte, wäre besser gewesen. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Er geht in den Strafraum. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Marcel Risse. Und den spielt er gleich wieder zurück. Super durchgesetzt. Den Nein. Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Und da schnappt oh. Die Abseitsfalle zu. Die Abseitsfalle, natürlich. Machen das gut, aber dann als wäre es geplant gewesen. Im Zentrum. Gut zu erkennen, da laufen sie zu wenig und dann hat es die Abwehr letzten Endes einfach. Einfach weg damit. Ach. Oh, das ist immer scheiße, wenn es im Angriff leckt. Na, immer bei mir. Das ist vielleicht halt die Konterchance. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Gibt jetzt Einwurf. Da wäre der Platz, um zu flanken. Und jetzt die Chance. Was für ein Reflex. Einfach Mann. Gemacht. Eine tolle Aktion. Ein Torwart, ne? Junge, Junge, Junge. Das ist ja ein Kahn. Die Ecke kommt. Ball geht weit vorbei. Kein oh, Köpfchen spielen. Wissen Sie auch, da hat kaum was gestimmt bei dieser Aktion. Christoph Benz. Pass kommt nicht an. Super Pass! Nein, um Himmels Willen! Ach so, Abseits, ja gut, okay. Also super viel Abseits, super viele Ecken. Was ist das denn für ein Match? Weirde Sache. Ich mach nichts anderes. Und wo sollte der denn hingehen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da manchmal passiert. Warum der auf einmal... Alter, was sollen denn schon wieder diese Legs? Ball wird abgefangen. Nein. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt.
Klasse Pass. Oh yes. Die Chance lebt noch. Ja. Das Tor zur Halbzeit, das braucht man nochmal. Das war wichtig. Direkt mal einen Siegertee einschütten. Richtig, richtig unsympathisches Verhalten. Erstmal einen Siegertee. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir schauen uns nochmal an, wie dieses Tor entstanden ist. Zunächst der Doppelpass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Also ausgeglichen. Das war ein ganz wichtiger Anstoß. Anders. Hier steht es 4 zu 0 unnötig, oder? Nach der ersten. Ja, weiß ich auch nicht. Kann man da, gibt es da nicht eine Regel zu sagen, okay, komm, wir gehen in die Halbzeit, das bringt alles nichts mehr? Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm. Wir haben noch eine Sekunde, du willst angehen, den Ball auch schnell. Das reicht für einen Angriff. Ja. Na, mal gucken, was die zweite Halbzeit bringt. Ich habe schon einige Spieler, die schon echt müde sind. Das nicht gut. Aber es könnte auch schlimmer sein. Das weiß ich. Ich wüsste nicht mal, wo man das nachgucken soll. Ich glaube, das ist das kleine Dreieck über den Köpfen. Je leerer das ist, umso weniger Ausdauer haben die, glaube ich. Okay. Also meine ich. Ich dachte mal, das wäre wegen roten Karten. Nee, nee, dann haben die an diesem Dreieck haben die dann noch so ein kleines Symbol für die jeweilige Karte. Also gelbe Karte. Wenn sie eine rote Karte haben, dann siehst du die nicht mehr. So, weiter hier oder was? Spielfortsetzung, sehr schön. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Was hat denn er da hinten gemacht? Weiß ich, hier irgendwie die Kontrolle verloren. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Man setzt das leere Dreieck. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Was ist da los mit dem Ball? Er hat den Ball. Viel Platz für den Konter jetzt. Oh. Da war die Chance für den Konter, hat er sich gut aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Toller Pass. Fällt das Tor noch? Kopfball! Eben, spektakuläre Nummer. Zwei umgehauen. Nimm den. Starke Aktion. Schön da also, rein. Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. Weiß gar nicht, gibt es da nicht Regelung, dass man den Torwart... Szene, also, das ist nicht zu glauben. Also du kannst ja nicht einfach auf den Torwart draufgehen, wie du willst. Es gibt ein ganz geiles Video von Ronaldinho, wo der beim Anstoß den Torwart, also der lässt den Ball halt los, der Torwart, um den zu spielen. Was? Und dann nimmt er den halt weg. Und macht natürlich ein Tor. Ronaldinho halt. Ecke in die Mitte. Zauberer. Ein Magier am Ball. Gefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball. Nicht diese ganze C-Ronaldo-Scheiße. Jopek. Oh Mann. Das kann doch alles nicht wahr sein. Junge, geh da hin. Wo ist denn das scheiß Problem? Das macht er gut. Da stand der Assistent gut. Abseits. Meine Güte. Was ein Geraffel. Sie haben Platz. Und jetzt ist die Gefahr bereit. Scheiße. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Was? Ein Fehler ist aufgetreten. Was? Hallo, hörst du mich noch? Ja, ich bin aber nicht mehr synchronisiert. Oh. Ja, okay. Sekündchen mal. Dann machen wir eine kurze Pause. Verpassen sollte. So, wir das haben eine kleine Erklärung jetzt nach dem Spielabbruch, eben nach dem Verbindungsabbruch. Einfach nochmal eine Halbzeit gestartet. Ist ja nichts passiert. Gestellt werden. Das kann, wenn wir die jüngsten Leistungen zugrunde legen, auch funktionieren. Volle Parade. Oh. Direkt Schlag auf Schlag weiter. Was hatten wir denn eben in dem Spiel? Da war es 4-0, ne? Das müssen wir ja nachher addieren. War schon 4-0? Jetzt die Ecke. Ich meine 4-0. Der Kopfball ist eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ich weiß es nicht. Kein Grund zur Aufregung. Da können wir ja relativ sicher 4-0. Aber das kann man ja auch nachher noch im Video nochmal nachgucken. Ich zähle nicht mit. Mir geht's nur noch Spaß. Sehr gut. Ja, da ist Platz jetzt. Nein! Dass er sich den Ball holt.
Was? Entscheidet auf Foul, aber Foul? Da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Oh, okay. Anscheinend habe ich was Böses gemacht. Entschuldigung! Ja, hast du. Bin leid. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Verstehe nicht, warum wir alle... Chance erstmal vorbei. Was mach ich da? Er ist dazwischen gegangen. Philipp. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Und so das kann nicht wird wahr das sein. Nix. Den hält er dieses ganze über die Flanke Ding, das funktioniert bei mir einfach nicht. Das muss ich sein lassen. Da kommt die Ecke. Das hat keine Zukunft. Guter Volley-Schuss. Oh. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Ball. Gute Nein, was? Wie kann er den denn versimmeln? Dann, oh mein Gott. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, aber kaum mehr rauszuholen. Christoph Menz. Jetzt ist es gefährlich. Ein Pass mit viel Auge. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache. Meine Güte, hol dir doch den Ball. Gute Ball geholt, jetzt können sie angreifen. Marcel Risse. Alter, was ist da los? Was ist da? Was geht denn ab? Oh, nicht zu ihm. Erstmal dazwischen gegangen hier. Da ist er alleine durch. Oh mein Gott. Was für ein Gerampel, Alter. Ja, das verspricht eine sehr interessante Eieiei. Da war der Druck am Ende. Was ein Hin und Her, ey. Das dritte Liga, wie sie leibt und lebt. Da sehen wir es nochmal. Ich mache ein bisschen Roleplay. Ja, machen wir ein bisschen Roleplay. So, da ist genau, darf ich mir darunter vorstellen? Nur, dass ich auch so spielen will. Bier. Marcel Risse. Stark gemacht, das könnte was werden. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Der Torwart war da nicht gefordert. Schade. Alter, das war's. Aber krass, dass er den gehalten hat. Da war ich näher dran, als ich gedacht hätte. Na, der Torwart macht einen guten Job, kann man nichts sagen. Ja, alles klar. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Einfach ein bisschen rumstehen und schießen. Das ist unsere Strategie. Was? Vorne jetzt da doch nicht hin. Hallo. Ja. Ball toll. Super. Wir arbeiten uns jetzt einfach so weiter an der Linie weiter. Guter Vorstoß jetzt. Nein. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. So. Oh nein! Oh nein! Ja! Was ist das denn für ein Ding gewesen, Alter? Das Tor des Jahrhunderts. Ach du Scheiße, ey. Ach Mann, ey, ich war so happy, dass der Torwart so weit rausgekommen ist. Und dann habe ich die Kontrolle über ihn verloren. Der hat sich verselbstständigt. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Oh mein Gott. Oh Gott, ey, wie ich diese dummen Tore hasse. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Chance da außen. Ball kommt in die Mitte. Oh. Er pfeift strafstoß. Oh. Und noch die gelbe Karte. Der Hahn. Oh. Wo war das? Ist das Elfmeter? Was ist das? Das ja, guck mal, wie du mich umgecheckt hast, Junge. Ach, was ein Schwalbe, ey. Quatsch. Wie Sekunden später erst. Oh, da war doch was. Sie verwandeln den Strafstoß.
So sieht Super das Elfmeter. Nämlich aus. Ja, er hat einfach das Selbstvertrauen in diesem Duell. Und jetzt geht's weiter. Und das hat nur gemacht, weil irgendein grandioser Tor war. Ja, genau, eben weil dieses dumme Tor passiert ist. Ich brauchte die Möglichkeit auf dem. Das war echt eine Kiste. Und mein bestes Tor ist das. Wird das eine Torchance? Ja, ist abseits. Der System hebt die Fahne abseits. Ja, habe ich auch gesehen, habe ich auch gesehen. Meine Güte, ist ja gut. Da haben sie jetzt den Ball. Kuscheln sie sich. Au! Er holt sich den Ball. Sie können über den Flügel kommen. Da ist die Chance. Das kann nicht wahr sein. Einfach nur perfekt gemacht, eine tolle Aktion. Wieso verwandle ich die denn so selten? Ecke kommt in den 16er. Da auch wieder nichts. Hat schon mal jemals jemand mit einem Kopfball bei einer Ecke ein Tor gemacht? Ist das wirklich schon mal passiert in der Geschichte des Fußballs? Ich halte das für ein Gerücht. Hat jetzt Anspielstation. Und jetzt ist die Gefahr nicht zu ihm. Weg ist der Ball. Ärgerlich. Oh, da setzt er sich durch. Er zieht ab. Stark gemacht. Eieieiei. Sowas wollen wir aber nicht. Er geht in den Strafraum. Sie können nicht klären, sind weiterhin im Bedrängnis. Gute Ball, Junge. Holen doch weg, holen Super doch weg. Täglich. Einfach raus. Meine Güte, ey. Was soll denn diese unnötige Aufregung? Ah. Da bin ich natürlich Guter reingelaufen. Der Ball holt er gut verteidigt. Oh. Jo, da ist er am Tricksen. Energischer Angriff jetzt. Hey, den anderen Spieler, Mann. Vielleicht der Ausgleich. Alter. Oh. Warum hat der denn nicht den... Ich hasse das, ne? Ich hasse diese FIFA-Auswahl so sehr. Oh Mann, mein erstes richtiges Tor. Ja, aber es war auch echt richtig gut. Aber ich hasse diese FIFA-Auswahl. Die 17, die da zu dem läuft, den wollte ich überhaupt nicht. Der hat nicht den Spieler angewählt, der da Sinn gemacht hätte. Raff ich nicht. Meine Abneigung gegenüber FIFA wird nur größer. Was war das? Was war das? Ich hätte ja so einen kleinen Hicks. Okay. Ach so, ja. Es wird hier Upsi. Freistoß geben nach diesem Foul. Abwehrversuch scheitert. Alter. Weiter. Was sind denn das für... Ich raff das nicht, wie die den Ball da nicht wegspielen können. Doch nicht so ein Pupspass im eigenen 16er. Weg! Raff ich nicht. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Jetzt vielleicht. Ja, mein Gott. Du musst Scheißspiel. Ich habe halt massive Lags. Liegt auch an FIFA. Liegt nicht am Internet, liegt an FIFA. Alles liegt an FIFA. Alle Probleme dieser Welt sind auf FIFA zurückzuführen. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Sehr guter Einsatz. Ui. Ups. So, hallo. Können Sie gelbverdächtige Aktion? Das könnte ja, denke ich werden. Aber auch. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Oh, ich weiß nicht, wie viele Tickets sind. Wenn er da so zwei. Reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Wochen jetzt.
Guter Vorstoß jetzt. Warum bietet sich da keiner an? Philipp. Jetzt der Schuss! Mann, ey. Was für ein Billow-Verein. Das ist nicht dritte Liga, das ist überhaupt gar keine Liga. Da wurde bei uns auf dem Pausenhof besserer Fußball gespielt. Stimmung ist da. Jo, hast du den auseinandergenommen? Ich glaube, das überträgt sich auch. Hab ich nicht mal gesehen. Was macht er denn? Was ist das denn? Und damit sind sie am Ball. Oh ja. Was? Klare Sache. Ich habe keine Ahnung, warum. Keine Frage. Das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung. Aber keine Karte zu zeigen. Hm. Also da liegt der. Verstehe ich jetzt auch nicht, was da. So. Das ist die Chance, die Führung auszubauen. Sehr schön. Und er macht den Elfer. Sehr schön. Man nimmt, was man kriegen kann. Man muss die Feste feiern, wie sie feiern. Elfmeter mag ja nicht jeder Spieler, aber er genießt das. Dieses Duell, 1 gegen 1, dieses Nervenspiel. Und das hat er wieder gut gemacht. 4:2 steht's damit. Hier ist einiges los. Oh, ich habe sogar einen Wurf. Nicht ungefährlich, Steilpass. Das kann nicht wahr sein. Hämmer den da rein. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Da hatten viele hier den Torschrei schon auf den Lippen, aber nee. Das war Alter. Junge. Klar, was ist denn, hier los? Für diese ist ja schlimm. Die gelbe Karte. Ja, und das Mann. Jetzt könnte der Pass kommen. Kann ich übertragen. Nein. Ich sehe, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt, das wäre eine mein Gott geworden. Ja, Schlüffgen. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Was? Was für eine Aktion. Das ist so ein Getrete. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Na. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Oh Gott, nein. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Ja, okay, richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Junge, lauf einfach los mit dem Ball. Das ist nicht so schwer. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in gefährliche Szenen um. Das Ergebnis ist die Führung. Sie streben einem Sieg entgegen. Nein, ja, er hat den Ball im eigenen. Hat aber auch lange Beine. Boah. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Krass, der war gut, der Pass. Starkes Tackling. Nein, hat er auf dem falschen Fuß erwischt. Ja. Philipp. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Das ist selbst. Ach, das war nicht abseits. Das war gleiche Höhe. Frechheit. Von wegen unparteiisch. Oh, was habe ich denn da gemacht? Was da passiert ist. Schöner Pass da. Nein. Aber die Möglichkeiten. Steilpass. Ja, abseits angezeigt. Logisch, da waren sie zu überhastet. Absolut, wenn sie da noch einen Moment. Hier war abseits. Was? Mehr im abseits. Na, so bringt der Pass. Ich weiß es auch nicht. Guter Pass jetzt. Schöner Nein. Einsatz. Wichtig, dass sie da klären.
Er versucht's. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Sie können über den Flügel kommen. Jetzt die Gelegenheit zur Flanke. Jo. Muss gar nicht ein. Aber viel Wut in dem Schuss. Meine Güte. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Ich wollte gerade sagen, Junge, du gehst da aber auch rein, das ist deine vierte gelbe Karte. Das ist korrekt, es gibt gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Junge, 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 Junge. Ich verliere zumindest nicht kampflos. Der Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harte. Ah, jetzt fängt das wieder an, wo man einfach von irgendwo aus der Distanz draufballert. Macht er gut. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Nein, 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 nein. Ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Ja. Das macht er gut. Die Riesenchance. Alter. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Das ist alles. Wieso hab ich denn eine gelbe Karte? Wofür? Was? Ja. Moment, lass das mal laufen. Was hat er denn gemacht? Was? Da hast du gesehen. Ja, was? Das raff ich nicht. Ecke kommt ins Zentrum. Wirklich torgefährlich ist das. Da sind wir wieder bei dem Gerücht vom Kopfballtor. Gibt's nicht, existiert nicht. Pass kommt nicht an. Und jetzt wird es Einwurf geben. Chance für den Konter jetzt. Nee. Zählt das eigentlich, wenn der Ball drauf bei einem Einwurf ins Tor geht? Da ist der Ball weg. Das gilt bestimmt. Ich frage mich, ob das schon mal in der Geschichte des Fußballs vorgekommen ist. Ja, Handball. Hm. Oh, ist das alles schrecklich und fürchterlich. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Er kann es machen. Wie ist es denn zu fassen? Dieser Torwart, ne? Jetzt verstehe ich, warum der Millionen bekommt. Er geht in den Strafraum. Wichtig, dass er da klärt. Er schirmt den Ball ab. Ach komm. Sie verlieren den Ball. Jetzt können sie es machen. Unglaublich Parade. Die nächste Ecke, mein Gott. Da kommt die Ecke. Scannimi. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Er schießt. Wichtig. Den Ball hat er sicher. Hör doch auf, ey. Bin ich froh, wenn das vorbei ist. Er treibt den Ball nach vorne. Ein starker Sprint. Platz für die Flanke. Ach. Da passt er auf, Ball geklärt. Nein! Ja! Gut durchgesetzt, gefährlich. Ja! Nein! Oh, verflucht, das Tor hätte ich doch gern gehabt. Szene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Ah. Zum Glück ist das endlich vorbei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 4:2 steht, so wird es weitergehen. Leute, was war das? Oh, was war das für eine absolut verkeckste Partie? Aber es müssten jetzt 8 Tore insgesamt gewesen sein. Das ist, ja, das ist gut genug. Ich denke, da können wir ein bisschen was rausholen und anscheinend hat sich das Spiel schon wieder aufgehangen. Mal schauen, in der nächsten Runde geht es gegen Tosco. Das ist das alles entscheidende Spiel.
Bin gespannt, ob wir den überhaupt noch fällen können. Das war eine weitere Runde FIFA. Wir sehen uns beim nächsten Zockwoch. Drückt mir die Daumen. Macht's gut.